Wenn man einen guten kubanischen Rum kostet, springt einem als erstes diese herrliche Farbe ins Auge. Sie erinnert an Karamell oder Zuckerrohrhonig und spiegelt die Landschaft wider, in der der Rohstoff produziert wurde. Man denkt an Zuckerrohrfelder und rote Erde, in der diese Pflanze gewachsen ist. Und wenn man ihn dann riecht und probiert, dann schmeckt man Kuba. Das ist das flüssige Gold von Kuba. Die Kubaner verehren dieses flüssige Gold, das im gereiften Zustand bernsteinfarben wird, in Cocktails jedoch hell und klar in Erscheinung tritt. Der Rum verkörpert die Seele dieses Volkes und symbolisiert zugleich eine Wunde, die vermutlich nie ganz verheilen wird. Die Versklavung der afrikanischstämmigen Bevölkerung. Sie hat den Zuckerrohranbau sowie die Entstehung der ersten Spirituosen ermöglicht, die diesem Kultgetränk vorausgingen. In diese Fässer legen die Maestros ihr ganzes Wissen hinein. Und jede neue Generation wird damit vertraut gemacht, denn der Rum ist ein nationales Gut. Im Zentrum der Insel, zwischen dem Karibischen Meer und dem Escambray-Gebirge, liegt eine der schönsten Kolonialstädte der Welt, Trinidad. Ihre kopfsteingepflasterten Straßen, pastellfarbenen Fassaden und neobarocken Plätze zeugen bis heute von ihrer einstigen Blüte. Es ist ein prachtvoller Ort mit einer schönen Natur, architektonischen Schätzen und uralten Bräuchen, die heute noch gepflegt werden. Die Lage zwischen Meer und Gebirge verleiht der Stadt ihren besonderen Charme. Dieses Fleckchen Erde ist für mich das Paradies. Diese kleine Stadt wird 1514 vom spanischen Konquistador Diego Velázquez de Cuéllar gegründet. Innerhalb weniger Jahre gelangt er dank dem Zuckerrohranbau auf den umliegenden Feldern zu großem Reichtum. Das Zuckerrohr wurde von den Spaniern eingeführt. Sie kamen zunächst über die Nachbarinsel Hispaniola, der heutigen Dominikanischen Republik, in die neue Welt. Und erst danach erreichten sie Kuba. Offizielle Dokumente bestätigen, dass der Rumschmuggel sich ab 1673 in der Stadt entwickelt hat. Ein Vizegouverneur besaß eine Zuckerrohrmühle, in der er anstelle von Zuckerrohrhonig heimlich den ersten recht starken Schnaps produzierte. Das war der Vorgänger des Rums. Er war konzentrierter und reiner als der, den wir heute kennen. Sie können sich vorstellen, welchen Wert er auf dem internationalen Schwarzmarkt hatte. Die ersten Rum-Varianten sind illegal. Die spanische Krone verbietet sie, um ihren Wein und ihren Brandy zu schützen. Das florierende Trinidad wird regelmäßig von niederländischen und britischen Piraten heimgesucht. Und der Aguardiente genannte Zuckerrohrschnaps zu einer begehrten Ware. Francis Drake und andere Piraten entdeckten diese Destillate. Die Stadt wurde mehrmals von Korsaren angegriffen, die man hier Bucanier nannte. Es gab sehr viele Piraten. Sie entführten bürgerliche Frauen und verlangten Lösegeld für sie. Entweder Geld oder Produkte wie Zuckerrohrschnaps, aus dem später der Rum hervorging. Außerhalb der Stadt erstreckt sich ein Gebiet, das im 18. Jahrhundert zur Zuckerdose der Welt wird. Das Valle de los Ingenios zählt damals 75 Zuckerfabriken. Der erste Rum ist das Ergebnis der Arbeit von 30.000 afrikanischen Sklaven.
Die spanischen Kolonisten lassen sie unter glühender Sonne die Zuckerrohrpflanzen ernten. Wenn man diese Landschaft betrachtet, muss man sich daran erinnern, dass diese Menschen mit Peitschen gezwungen wurden, das Zuckerrohr anzubauen, das später unseren schönen Rum lieferte. Meine Vorfahren sind eng mit dieser Region verbunden, da sie Großgrundbesitzer und damit auch Sklavenhalter waren. Wir Kubaner tragen alle diese Wunde in uns, aus der jedoch einer der größten Schätze dieses Landes hervorging. Dieser Widerspruch ist sehr schmerzvoll. Auf dem Anwesen San Isidro, einst die florierendste Zuckermühle im Tal, ist der erste Destillierapparat Kubas erhalten geblieben. Der 14 Meter hohe neoklassizistische Turm dient damals als Wachturm. In seinem Schatten produzieren die Sklaven Tafia, eine frühe Rumart aus vergorener Zuckerrohrmelasse. Wir befinden uns hier in einem der Räume der Sklavenunterkunft. Er ist etwa 4x4 Meter groß und wurde schlicht und ergreifend aus Mörtel und Steinen errichtet. Die Sklaven haben all diese Wände selbst hochgezogen. Manchmal lebten hier bis zu 100 Sklaven, darunter ganze Familien. Wenn ein Kind geboren wurde, war das ein kostenloser neuer Sklave. Wenn es auf der Zuckerplantage geboren wurde, war die Sklaverei seine einzige Zukunft. Am 10. Oktober 1868 lässt der reiche Plantagenbesitzer Carlos Manuel de Céspedes seine Sklaven frei und ruft zum ersten Unabhängigkeitskrieg auf. 1898 befreit sich die Insel vom spanischen Joch, nur um kurz darauf unter die militärische Kontrolle der USA zu geraten. Durch sie wird der kubanische Rum populär. In der Altstadt von Havanna lockt die Bar La Bodeguita del Medio zu jeder Tageszeit Kubaner und Touristen an. Diese Institution ist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Treffpunkt für amerikanische Touristen, für die Kuba ein Sehnsuchtsort ist. In den 1940er und 50er Jahren war Havanna das beliebteste Reiseziel der Nordamerikaner. Es gab nicht nur tägliche Flugverbindungen, sondern auch eine Fähre, die jeden Tag zwischen Miami und Havanna verkehrte. Doch bereits davor kamen schon Soldaten hierher, um sich die Stadt anzusehen, aber auch um die Prohibition zu umgehen, die seit den 30er Jahren in den USA herrschte. Deshalb hat sich die Cocktailkunst in Kuba entwickelt. Kubanische Barmixer fingen an, alle möglichen Cocktails mit Rum zu kreieren. Da die Amerikaner auf süße Getränke stehen, erfinden die Kubaner den Daiquiri, der nach einem Strand in der Nähe von Santiago im Südosten des Landes benannt ist. Rum, Zucker und Limettensaft, meist geschüttelt. Cuba Libre wird mit Cola zubereitet. Der Cocktail, der zum Wahrzeichen Kubas wurde, wird hier mit Zitronensaft, Zucker, Minze und Sodawasser gemacht. ¿Qué tal? Los mojitos son los mejores, ¿no? Los mejores del mundo son estos. Ah, está claro. El mojito. Unser Mojito ist deshalb so berühmt, weil Hemingway diesen Satz in unser Gästebuch geschrieben hat, der später abfotografiert wurde. Er lautet: Meinen Mojito in La Bodeguita, meinen Daiquiri in La Floridita. Gezeichnet Ernest Hemingway. Das hat den beiden Rumcocktails internationale Berühmtheit beschert. Er war ja Nobelpreisträger, eine große historische und literarische Figur.
Im Kielwasser des kubanischsten aller US-Autoren strömen internationale Künstler ins Labo de Guita. Auch sie wollen einen Mojito schlürfen und die hier herrschende Atmosphäre genießen. Der chilenische Dichter Pablo Neruda, der kolumbianische Schriftsteller Gabriel García Márquez oder François Sagan. Der reichlich fließende Rum, aber auch Prostitution und Glücksspiel bringen Havanna den Spitznamen Babylon der Karibik ein, insbesondere während der Herrschaft des Diktators Fulgencio Batista ab 1952. Wenige Schritte von den Cocktailbars entfernt, markiert das Bacardi-Gebäude einen Wendepunkt in der Geschichte des kubanischen Rums. Bis zu Fidel Castros Machtübernahme 1959 repräsentiert dieses Art Deco-Bauwerk aus Marmor und Granit die Macht des größten Rumproduzenten. Doch am 13. Oktober 1960 konfisziert das kommunistische Regime Güter und Vermögen von 382 großen Unternehmen. Die Familie Bacardi geht ins Exil nach Florida und produziert von nun an in Puerto Rico. Die Spirituose aus Zuckerrohr wird zum Sinnbild des geopolitischen Konflikts. Etwa 30 Kilometer von Havanna entfernt bewahrt diese Destillerie das Know-how der Familie Arechabala, die Ende des 19. Jahrhunderts die Marke Havanna Club gegründet hat. Auch sie flieht nach dem Sieg der kubanischen Revolution in die USA. Da sie ihre Produktionstechniken nicht geschützt hat, eignet sich der Staat ihre Expertise an. Seitdem ist Havanna Club eins der Wahrzeichen des kastristischen Kubas. Die altüberlieferte Kunst der Rumproduktion wird in diesen Fässern aufbewahrt und von den Rummeistern gehütet, von denen es nur 9 auf der gesamten Insel gibt. Hier haben wir das Destillat. Das ist die erste Etappe bei der Veredelung des Rums. Wir wissen noch nicht, wie das Ergebnis wird. Wir lassen die Hände so trocken. Und wenn sie fast trocken sind, versuchen wir, die Aromen zu bestimmen. Wir lassen unseren Rum in Holzfässern reifen. Anhand dieses Tests können wir den Reifungsprozess korrigieren. So haben das unsere Vorfahren gemacht und so wurde mir diese Kunst überliefert. In diesen Fässern befinden sich die Früchte der Arbeit unserer Eltern, Großeltern und all unserer kubanischen Vorfahren. Ich als Kubaner bin unglaublich stolz darauf, der letzte Vertreter dieser Rumkultur zu sein, wobei ich hinter den Kulissen agiere. Ich genieße das Vertrauen meiner Landsleute und meine Aufgabe ist es, die nächste Generation in diese besondere Produktionsweise einzuführen.